24 Tage lang konnte man ihm jetzt auf Twitter folgen. Die Rede ist von Josef von Nazareth. Man konnte da eine ganz bekannte Geschichte einmal aus einer ganz einzigartigen Perspektive miterleben. Viele haben sich sicher gefragt, wer ist denn dieser Josef von Nazareth und wie kommt man auf solch eine Idee? Heute sitzt er neben mir, Holger Diesinger, der Erfinder des twitternden Josef. Holger, wie kommt man auf die Idee, in die Rolle einer biblischen Figur zu schlüpfen? Ja, die Idee war, also die Weihnachtsgeschichte hatten wir schon ein paar Mal gehört und sie wird jedes Jahr gleich erzählt im Grunde, nur die Kinder tauschen halt. Und ich kam auf die Idee von wegen, lass uns doch mal die Weihnachtsgeschichte anders erzählen. Und dann bin ich auf die Figur von Josef gestoßen, der ja normalen Weihnachtsspielen einfach so ein bisschen im Hintergrund verschwindet. Den Esel halten darf. Den genau. Esel halten darf zum Beispiel. Und dabei hat er eigentlich eine ganz, ganz interessante Rolle im Grunde. Also er ist ja der Mann von Maria und kriegt plötzlich ein Kind vorgesetzt, sage ich mal, was nicht von ihm ist, ja, und muss mit der Situation umgehen. Und das so als Grundgedanke war eigentlich so das Interessante und Spannende an der Josef-Sichtweise. Und deswegen haben sie den Josef dann einfach genommen. Wie ist denn, wie kann man sich das vorstellen? Du bist praktisch als Josef und als Holger im Alltag unterwegs gewesen. Ist das nicht manchmal ein bisschen kompliziert? Ja, es wird dann doch kompliziert. Also das viele Twittern natürlich kommt natürlich in den Alltag dazu, was man normalerweise dann, sag mal, in der Form und so viel dann auch nicht macht. Ja. Also hin und wieder mal was schreiben, aber dass es dann von einem so fast schon erwartet wird und ja, die Geschichte vorantreibt, ist natürlich schon fordernd und auch zum Teil stressig. Ganz spannend war auch, dass, also es war eine Figur und ich habe mich erst informiert über Josef, wie ist der so, und habe den dann als so ein bisschen, da mal bodenständigen, simplen Typ, sage ich jetzt mal, angelegt. Also hat dem Bretter die Welt bedeuten. Dem Bretter die Welt bedeuten, genau, der einfach seinen Betrieb hat und damit glücklich ist und solange der läuft, keine Probleme hat, und der wird es plötzlich in diese Ausnahmesituation reingeschmissen. Und dann war natürlich auch die Frage, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Also würde, glaube ich, einiges anders machen als Josef, aber auch vieles genauso wie Josef. Und ja, das war schon recht spannend. Dann würde die Rolle anziehen, wieder ausziehen sozusagen und dann auch auf Follower-Fragen dann auch als Josef antworten. Das war schon immer ein bisschen tricky dann auch. Was war das Ziel von diesem doch durchaus besonderen Adventskalender? Das Ziel war, den Leuten im Grunde die Weihnachtsgeschichte wieder nahe zu bringen. Also wie gesagt, man hat sie schon ein paar Mal gehört. Manche jedes Jahr in der Kirche zum Beispiel. Jedes Jahr in der Kirche, manche womöglich auch schon zu oft, sage ich mal. Und das Ziel war eigentlich, den Leuten das ein bisschen in den Alltag wieder zurückzuschieben. Also ein bisschen heimlich unterzubringen, deswegen über Twitter, weil das machen die Leute eh. Mhm. Und über die Kurznachrichten ist es auch nicht so fordernd wie, sagen wir, einen langen Text oder sowas. Und das war so im Alltag, ist immer wieder Josef aufgetaucht, man konnte die Geschichte ganz locker verfolgen. Also man hat sie sozusagen auch geliefert bekommen, also musste nicht groß was tun. Und das Wichtige war aber, dass die Geschichte in heutiger Zeit erzählt wird, weil das war so der Grundgedanke, dass die Probleme von damals im Grunde heute immer noch Bestand haben. Also Volkszählung hatten wir dieses Jahr. Die kommen zum Glück zu einem nach Hause in der Zwischenzeit. Aber so Sachen wie, dass die Freundin ein Kind von einem anderen bekommt. Talkshows sind voll davon. Ja. Und das wollte ich damit zeigen. Also dass die Probleme zwar 2000 Jahre alt sind, aber heute immer noch Bestand haben und immer noch ein Problem darstellen. Und die Bibel zwar von was erzählt, was 2000 Jahre her ist, aber doch immer noch aktuell ist. Aktuell ist, genau. Und das wollte ich den Leuten einfach zeigen, und so ein paar Bibelstellen habe ich auch mit reingebracht, genau, wo man dann einfach gucken kann und sagen kann, ja, okay, so weit ist es von heute nicht mehr weg. Ja. Es gibt sicher ein paar Highlights. Zwei Stück von 24 Tagen Josef. Zwei Highlights. Also ein Highlight war natürlich das große Medieninteresse. Ja. Also ich habe mit allem gerechnet, aber damit nicht. Also London Times hat anscheinend über uns geschrieben und bei Sky News war man. Okay. Ich habe auch geschrieben bekommen, dass in New York so ein paar Zeitungen anscheinend was geschrieben hatten. Die Welt und Welt kompakt, hat eine Doppelseite und Titelseite waren wir unter Merkel und Sarkozy, das war natürlich schon schön. Und ein weiteres Highlight war, dass die Leute so mitgegangen sind. Also das muss ich ehrlich sagen, wir hatten einen Account zum Beispiel bei Facebook, der es ins Koreanische übersetzt hat. Also der war nicht von uns. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den netten Menschen, der es übersetzt hat. Also das fand ich total schön. Deutsch, Englisch und dann eben noch Koreanisch. Koreanisch war dabei, ja. Und
natürlich dann auch zu so Accounts wie der Esel, ja, der sehr lustig war, oder Maria von Nazareth, die dann plötzlich irgendwie aufgetaucht ist, die Krippe, die Heiligen Drei Könige und lauter so Sachen. Und die Leute haben es einfach nicht nur konsumiert, sondern es haben auch wirklich mitgemacht. Also das war echt schön und wurden dann sozusagen auch Teil der Geschichte und die ganzen Tweets, die wir gekriegt haben und Antworten. Und ja, das war schon so ein Highlight. Vielen Dank für das Mitnehmen in diese ganz bekannte Geschichte aus einer ganz einzigartigen Sicht. Sehr gerne. Und wir wünschen jetzt ein schönes, gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Frohes Fest. Tschüss.